Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer abendlichen Podiumsdiskussion. Und das ist mir natürlich eine große Freude, auch Gesprächspartner aus dem aktiven politischen, diplomatischen Leben begrüßen zu dürfen unter uns. Das Thema 2 plus 4, 30 Jahre, hat ja viele Implikationen und hat auch Implikationen natürlich für die Frage, wo stehen wir denn heute nach 30 Jahren? Und ich denke, da wird sicherlich vieles zu diskutieren sein. Ich darf Ihnen ganz kurz das Podium vorstellen. Zu meiner Linken darf ich begrüßen Christina Higgins. Sie hat am National War College der National Defense University in Washington ihren Master gemacht seinerzeit und sich dann auch spezialisiert im Bereich der National Security Studies und hat dann einen weiteren Master gemacht in New York an der Maxwell School of Citizenship and Public Affairs der Syracuse University in öffentlicher Verwaltung. Bevor sie dann Mitglied im diplomatischen Korps wurde, hat sie im US-Bildungsministerium gearbeitet und auch als Fremdsprachenlehrerin in staatlichen Schulen. Das werden wir dann hören. Sie spricht perfekt Deutsch und da denke, das hat eine lange Vorgeschichte, die hier zum Ausdruck kommt. Sie hat ihren Posten als Gesandte, als Botschaftsrätin für öffentliche Angelegenheiten im Sommer 2018 hier bei der amerikanischen Botschaft in Berlin angetreten. Davor war sie kommissarische Leiterin der Abteilung des US-Außenministeriums für öffentliche Angelegenheiten in Europa und Eurasien und war auch Gesandte der US-Botschaft in Dschibuti, wo sie unter anderem im Bereich der Sicherheitspolitik der Terrorismusbekämpfung gearbeitet hat. Also ein reiches Portfolio an Erfahrungen und wir freuen uns, dass Sie hier sind heute Abend. Ich fahre fort in alphabetischer Reihenfolge und darf zu meiner äußeren Linken, zu Ihrer äußeren Rechten, Herrn Robbie Bullock herzlich begrüßen aus der britischen Botschaft hier in Berlin. Er studierte Anglistik und Hispanistik in Cambridge und Belfast und hat am King's College in London sein Masterstudium abgeschlossen. Seit 2000 ist er im höheren Staatsdienst, wo er zunächst für das britische Innenministerium und die Europäische Kommission tätig war. Auch hier eine Serie von Auslandsposten, etwa in Sri Lanka als stellvertretender Hochkommissar, auf den Malediven und dann in Madrid in der spanischen Botschaft. Seit 2017 ist Herr Bullock stellvertretender Botschafter bei der britischen Botschaft hier in Berlin und derzeit deren Geschäftsträger. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Dann würde ich Ihnen jetzt gerne Monsieur Guillaume Aulagnier vorstellen, der kurzfristig zugesagt hat, zu kommen für die französische Botschafterin, Madame Decotte, die aber leider absagen musste. Jetzt ist Herr Aulagnier noch nicht gekommen. Wir warten jetzt noch 2, 3 Minuten, während ich Herrn Sazonov vorstelle. Wenn er bis dahin nicht gekommen ist, habe ich sozusagen eine Ersatzlösung für ihn schon vorgesehen. Aber wir geben ihm noch die Chance zu kommen. Last but not least zu meiner Rechten, Herr Viktor Sazonov von der Botschaft der Russischen Föderation hier in Berlin. Er hat 1980 die Moskauer Hochschule für internationale Beziehungen abgeschlossen und trat noch im selben Jahr in den damals noch sowjetischen diplomatischen Dienst ein. Seine erste Station war Kopenhagen, danach folgten Posten in Bonn und weitere Einsätze in Deutschland und er hat dann ist jetzt seit 2016 hier an der russischen Botschaft Leiter des Bereichs bilaterale Beziehungen und deutsche Innenpolitik. Herr Sazonov ist ein echter Zeitzeuge, wenn ich das so sagen darf. Er war 1989-90 in Bonn als zweiter Sekretär in der politischen Abteilung der sowjetischen Botschaft tätig. Und insofern werden sich bei Ihnen vielleicht historische Erinnerungen des Zeitzeugen mit gegenwärtigen Sichtweisen und Analysen verbinden. Darauf sind wir sehr gespannt. Ja, nachdem wir es nicht zulassen können, meines Erachtens bei einer solchen Diskussion, dass jetzt die französische Stimme plötzlich fehlt, wir wollen ja
nicht etwa zur Potsdamer Konferenz zurückkehren, ist es schon notwendig, dass wir hier Abhilfe schaffen. Und nicht der Zufall, aber die Planung der Tagung will es, dass wir unter uns eine Spezialistin für die deutsch-französischen Beziehungen und für die internationalen Beziehungen im Allgemeinen unter uns haben, Hélène Millard de Lacroix, die heute Mittag schon den einführenden Vortrag gehalten hat. Und ich danke, dass sie einverstanden ist, den Platz Frankreichs einzunehmen. Und wir haben uns vorher kurz verständigt. Alle Anwesenden sind damit einverstanden. Ich brauche sie jetzt nicht nochmal vorzustellen, aber ich darf darauf hinweisen, dass sie Historikerin ist und nicht im diplomatischen Dienst. Aber sie ist Parkett erfahren auf dem diplomatischen Parkett und wird jetzt in die Rolle sozusagen der französischen diplomatischen Stimme schlüpfen, damit wir in der Tat Frankreich ausreichende Stimme geben können. Also vielen Dank für die spontane Zusage, den Platz zu besetzen. Ja, ich will keine lange Vorrede machen, vielleicht nur so viel, dass das Jahr 1990 mindestens mal aus der westlichen Perspektive, aber auch aus der ostmitteleuropäischen Perspektive, die wir heute Mittag gesprochen haben, ich denke auch in bestimmter Weise auch aus der damals noch sowjetischen Perspektive, darüber wird zu sprechen sein, schon ein Datum war, wo man mit großem Optimismus in die Zukunft sehen konnte. Man kann ja fast sagen, das ist ein historischer Moment gewesen, wo sich Geschichte fast produktiv vergegenständlicht hat, in dem Sinne, dass man dachte, jetzt ist es irgendwie erreicht. Das ist eine spezifisch westliche Perspektive, das ist völlig klar, aber wir wissen ja alle, es gab damals dann auch so etwas reißerisch formulierte Buchtitel von The End of History, die natürlich auch jetzt nicht ganz ernst gemeint waren, weil natürlich die Geschichte weitergeht, das wissen wir. Aber wie sie denn weitergehen würde, das war damals noch nicht so absehbar. Und die Geschichte seitdem, 30 Jahre, lehrt uns eben, dass eigentlich für einen Historiker ist das eine relativ banale Einsicht, dass Geschichte eben nicht sich irgendwie linear in eine bestimmte Richtung, auf ein bestimmtes Ziel hin orientiert, wie man im Westen damals vielleicht zu früh und auch vielleicht auch, man kann sagen, zu selbstherrlich vielleicht geglaubt hat, dass wir jetzt eine weltweite neue Ordnung bekommen, die auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, so wie wir das verstehen, und eben natürlich vor allem freien Handel und einer weltweiten globalen Verflechtung beruhen würde. Ganz so einfach ist es nicht gekommen, obwohl vieles von dem, was damals erwartet wurde, auf die eine oder andere Art und Weise sich ja auch materialisiert hat, aber seitdem wird man sagen müssen, haben sich eben auch neue Kräfte artikuliert, die, sagen wir mal, diesen Zukunftsentwurf so auch nicht ganz entsprochen haben und dadurch entstehen neue Reibungen, neue Gegensätze auch, die allerdings schon im Beginn der 90er Jahre auch erkennbar waren. Also ich darf mich ja glücklich schätzen, Hauptherausgeber der Akten der Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland zu sein, wo auch einige Mitarbeiter hier im Kreise sitzen. Hélène Millard de Lacroix ist eine weitere Herausgeberin und wir haben für 1991, für die Akten, die wir gesichtet haben, festgestellt, dass im Grunde alle Spannungsherde, ich erinnere nur an Jugoslawien, an den ersten Irakkrieg, an die Transformation der Sowjetunion, aber auch postkoloniale Herausforderungen, alles dieses ist 1991 schon erkennbar. Es ist schon auf der Agenda. Und man sieht, wenn man die Quellen liest, auch sehr genau, dass die Akteure, seien es die Minister, sei es die Beamten im Auswärtigen Amt oder auf den entsprechenden Konferenzen schon immer überlegen, wie geht es denn weiter? Was sind unsere Zukunftsvorstellungen? Wie können wir Zukunft überhaupt sicherheitspolitisch, wirtschaftlich, aber auch kulturell sichern und gestalten? Das ist die große Frage. Und insofern war die Zukunft, wie gesagt, das ist banal, aber es gilt, glaube ich, bei diesem Datum, das auch nochmal festzuhalten, war die Zukunft eben von Beginn an völlig offen und unbekannt. Und das sehen wir jetzt im Rückblick nach 30 Jahren natürlich sehr viel stärker. So viel vorweg und ich würde jetzt gerne einsetzen mit einigen Runden und ich würde zunächst mal die Frage an Frau
Higgins stellen. Wie Sie das einschätzen, dieses Jahr 1989-90 lädt ja sehr stark dazu ein, über die Rolle des Individuums in der Geschichte nachzudenken. Wie verhält sich die individuelle Gestaltung, also die Leute, die wir da sehen, die wir heute Mittag gesehen haben bei der Unterzeichnung von 2+4, die prägen das Rampenlicht der internationalen Politik. Und das fängt natürlich an in gewisser Weise mit der Rolle des Generalsekretärs Gorbatschow, der nach 1985, nach seinem Amtsantritt, fast im Sturmlauf, kann man so sagen, dieses Rampenlicht auch gefunden hat. Und die Frage stellt sich dann zunächst auch mal in der Tat, welche Bedeutung den sowjetischen Wandlungen und Gorbatschow persönlich auch zukam. Deswegen würde ich Sie zunächst mal gerne fragen, ob Sie was dazu sagen können. Wie hat man denn von amerikanischer Seite oder auch aus Ihrer ganz persönlichen Seite, wie hat man Gorbatschow gesehen? War das von Anfang an irgendwie klar, dass sich da was Neues entwickelt, oder hat man in Kontinuitäten stärker gedacht? Also wenn Sie da vielleicht das Wort nehmen, aber wir machen vielleicht da als Einstieg dann danach mal eine Runde. Bitte schön. Den roten Knopf müssen Sie drücken, und zwar eine Weile, ja, genau. Ja, es passt schon, genau. Guten Abend, ich glaube nicht. Ja, das ist eine Frage des Menüs, habe ich vorhin schon gesehen, da muss man auf dieses schwarze Rädchen irgendwie. Das nehmen Sie mal eins. Das ist ja nett. Ja, also wie wir das sehen, wir sehen natürlich, dass die Rolle von Michail Gorbatschow sehr bedeutend war natürlich. Aber vielleicht, um die späteren Entwicklungen zu verstehen, müssen wir etwas weiter zurückgehen in das Jahr 1985, als sich Gorbatschow und Ronald Reagan in Genf kennenlernten. Und das ist vielleicht das Wichtigste, meinen wir hier, waren die Beziehungen zwischen zum Beispiel Gorbatschow und Reagan oder Bush auch. Also wenn wir gucken zum Beispiel der Genfer Konferenz an, das war sehr wichtig für die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen, sogar ein Durchbruch, würden wir sagen. Damals stellte US-Außenminister George Shultz fest zum Beispiel, dass zwischen Michail Gorbatschow und Reagan eine persönliche Beziehung entstanden sei. Schulz schrieb, dass bei der Abschlusszeremonie deutlich spürbar gewesen sei, dass die Chemie zwischen den beiden Männern stimmte. Und hier zitiere ich: Die ungezwungene und gelassene Art, wie sie miteinander umgingen, das Lächeln, das Gefühl, auf ein Ziel hinzuarbeiten, all das war zu erkennen. Zitat Ende. Und das wirkte auch noch während der Regierung Bush. Dieses Vertrauen und die beständige, zurückhaltende, behutsame Herangehensweise von George Bush Senior an die Beziehungen zur Sowjetunion machten die deutsche Einheit möglich. George Bush vertraute Helmut Kohl und überzeugte Thatcher und Mitterrand, dieser gewaltigen geopolitischen Veränderung zuzustimmen. Vielen Dank, Frau Higgins, für diese erste Einschätzung. Vielleicht machen wir die Runde mal weiter zu Herrn Bollock. Die damalige britische Premierministerin hat ja relativ früh eine Verbindung zu Gorbatschow aufbauen können. Ja, danke sehr, und es ist eine große Ehre, hier heute Abend zu sein. Danke. Ich stimme zu eigentlich, was Christine gesagt hat. Ich glaube auch, dass für mich persönlich, ich war nur 15, 16 Jahre alt, aber ich erinnere mich auch persönlich, dass mit Gorbatschow hatten wir damals jemanden ganz neu. Das war eine andere Personalität für die Beziehungen zwischen nicht nur Großbritannien, sondern den ganzen Westen und Russland. Und wir wissen heute, dass wir als Diplomaten arbeiten, wie wichtig das ist, diese persönliche Beziehungen zwischen die Führer, die Leaders. So, das meiner Meinung nach ist das eine sehr große Rolle gespielt hat. Wollen Sie vielleicht gleich fortsetzen, Herr Satsunov?
Nehmen Sie das hier, ich mache es inzwischen dann flott, wenn Sie wollen. Nee, da muss man irgendwie noch das Menü. Hallo? Ja, danke schön. Ich bin das ein bisschen vielleicht weitermachen, ja, diese unsere Diskussion. Ich stimme voll und ganz zu dem, was die Kollegen auch gesagt haben. Das Vertrauen war wichtig. Also, und was für die deutsche Einheit also der entscheidende Punkt war, dass selbstverständlich, dass diese Großwetterlage. Und das waren vor allem, so würde ich sagen, gerade sowjetisch-amerikanische Beziehungen. Die Kollegin hat es ganz richtig auf den Punkt gebracht. Also Reagan, Gorbatschow und dann später Bush, Gorbatschow, das gibt es mit Bush bei uns einige Fragen. Aber diese war Geschichte ganz wichtig. Umso mehr, dass Reagan bei uns eigentlich und wird bei Reagan früher als Reich des Bösen, also gegolten haben, das wissen Sie alle. Und Reagan brauchte eigentlich nach unserer Einschätzung in Bezug auf die Beziehungen zur Sowjetunion so nicht viel Rücksicht vielleicht zu nehmen auf die gewisse Widersprüche oder irgendwelche Punkte in zu Hause, also in der amerikanischen. Er hat sich schon als Präsident bewährt, er hatte diese eigentlich sich der Dinge und hatte diese Möglichkeit, die Sache eigentlich nach vorne zu bewegen. Und dieses Vertrauen ist gewachsen. Das kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung Ihnen erzählen. Und das sind wirklich aus meiner Sicht ganz interessante Beobachtungen. Es gab einen Vertrag. Jetzt ist es gekündigt, aber dann wurde es unterschrieben zum Beispiel. Und ich war höchstpersönlich involviert in diese ganze Geschichte auf dem deutschen Boden. Denn Sie wissen, die Pershing, sie waren auf dem deutschen Boden stationiert, sehr viele. Und da gab nach diesem Vertrag auch so die Inspektionen vorgesehen, mit Inspektionsteams, die gekommen sind. Und zwar ganz plötzlich muss sie kommen. Und in diesem Vertrag gibt es einen Artikel, dass ein Diplomat begleitet die Besatzung der Flugzeugmaschine, die dieses Inspektionsteam nach Deutschland, dementsprechend die Sowjetunion oder in andere Länder bringt. Und ich gehörte damals zu unserem Team, wir waren drei Leute, die eigentlich also diese Funktion hatten und ich war zum ersten Mal in meinem Leben damals auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Er existiert nicht mehr, das war in Frankfurt, Frankfurter Flughafen. Da haben wir ein deutsches Publikum, die wissen vielleicht, wo es lag. Das ist A3, dann rechts A5 und sofort nochmals rechts und da ist schon, bist du auf diesem Luftwaffenbasis. Und ich erinnere mich ganz genau an diese meine erste Begegnung dort mit der Realität. Denn dort war ein Hotel, wo wir untergebracht wurden, oder meine Wenigkeit. Und da gab es einen riesen Parkplatz. Ich weiß nicht, vielleicht so 100 oder 200 amerikanische Autos für die GIs und so weiter, die dort waren. Und da war dieser Parkplatz einfach leer gefegt für meinen Wagen. Der wurde in die Mitte geparkt, beleuchtet und stand dort alleine vier Tage lang. Ich wurde zu meinem Zimmer geführt, ins Hotel und wurde dort praktisch unter Arrest gestellt. Also denn vor der Tür wurde ein GI postiert, also ich würde sagen ein richtiger Rambo. Und ich erzähle, das ist eine wahre Geschichte, das sind kein Scherz, die Waffe war entsichert. Und da wurde ich praktisch also isoliert in diesem Zimmer, bis die Kollegen von der Escort gekommen sind. Dann haben sie mich abgeholt, dann landete diese Maschine und so weiter und so fort. Einmal im Tag musste ich mit der Botschaft telefonieren, denn es gab damals noch keine Handy und so weiter. Und da
War das eine richtige, sozusagen, wie man sagt, das spezielle Operation? Denn ich musste also dann Signal geben, dann kam dieses Korb, dann haben sie das abgesprochen. Das war eine, dauerte eine Stunde, bis ich auf eigene Kosten zwei Worte Telefon in einer Telefonzelle sagen durfte, Richtung Botschaft. Das sage ich Ihnen. Also, so war es Anfang. Zweite, dritte, vierte, diese Situation, und dann war schon die Atmosphäre, sage ich Ihnen, ganz andere. Das war schon ganz locker. Dann war es ein Vertrauen gewachsen, dann gab es, ich weiß nicht, unterschiedliche Ausflüge Richtung Frankfurt zum Beispiel, zum Generalkonsulat, da gab es eine Villa, die Kollegin kennt diese Villa vielleicht, dann Heidelberg, verschiedene Facility und so weiter und so fort. Und es ging los. Also man könnte das schon mit Fingern mit greifen, wie dieser Vertrauen gewachsen ist. Also das war selbstverständlich Großwetterlage, aber wenn man so kommuniziert miteinander auch in dieser Sache, dann hat es und dann das passierte da überall. Oder noch eine wichtige vielleicht für Sie Information: Die wissen auch nur Einzelpersonen zu dem Vertrauen, die wir mit den Amerikanern entwickelt haben. Die sowjetischen Truppen waren in Afghanistan damals und es war so ein Verhandlungsprozess, wie jetzt zum Beispiel auch die, unsere amerikanischen Kollegen mit Taliban jetzt führen. Da war in Bonn auch organisiert mit Mujahids aus Afghanistan mit amerikanischer Vermittlung. Also wir waren an der Botschaft, zwei, drei Personen also involviert. Es kamen die Kollegen aus Moskau, also die eigentlich ihre bestimmte Vorschläge oder irgendwelche Vorstellungen hatten. Und dann ging es so, also wir hatten das den Amerikanern mitgeteilt. Das war sozusagen getarnt als eine amerikanische, ich weiß nicht, zivilgesellschaftliche Stiftung. Da war ein sehr angenehmer Herr, also eine Art Professor auch und da eine hübsche junge Dame. Denen haben wir das gemacht, diese Vorschläge mitgeteilt. Dann haben sie irgendwo auf dem deutschen Boden mit diesen afghanischen Mujahids oder vielleicht in Paris oder in Peshawar getroffen. Und dann kamen, also da kamen schon Rückmeldungen und dann ging es so weiter und so fort. Also, und letztendlich, also das war ich, man kenne selbstverständlich viele Einzelfälle oder die sind halt auch nicht, ich war eine, sozusagen eine Begleitperson, aber letztendlich sind alle diese Kanäle wurden genutzt um, und sie haben dann gesehen, also die sowjetischen Truppen haben Afghanistan auch verlassen. Also das sage ich nur, wie es war und selbstverständlich, also diese persönliche Sache, also diese persönliche, die war ungeheuer wichtig damals. Gorbatschow Reagan, dann Gorbatschow Bush. Ich will nicht meine französische oder britische Kollegen irgendwie sozusagen hier in Abseits stellen, aber ich sage Ihnen, also diese Geschichte mit der deutschen Einheit, das war im Dreieck Sowjetunion, USA und Deutschland gelaufen. Und wenn ich da in Rudi-Duschke Straße bin, also da sehe ich das praktisch plastisch auch dort vor dem Springer-Haus, wo es diese drei Büsten steht, von Bush, Gorbatschow und Kohl. Ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Zum Beispiel auch dieses allmähliche Entwickeln von Vertrauen auf der operativen Ebene jetzt im Hinblick auf diese Verifikationen. Das ist ja so ein bisschen so eine Grundsatzfrage. Wann kann solches Vertrauen entstehen? Und Sie haben, glaube ich, mit Recht auf die politische Großwetterlage hingewiesen. Und die hatte sich eben tatsächlich verändert, was jetzt auch methodisch für uns natürlich schon auch die Frage stellt, spielen die großen Individuen in Anführungszeichen vielleicht eben dann doch eine entscheidende Rolle, um diese politische Großwetterlage auch überhaupt erst möglich zu machen. Ich meine, wenn man an die deutsch-französischen Beziehungen denkt, wird man das ja auch sagen können, dass durch das berühmte Couple Franco-Allemand, angefangen mit Adenauer und de Gaulle, eben auch vieles an Atmosphäre, glaube ich, möglich geworden ist, was dann eine Begegnung auch der Bevölkerungen erleichtert hat. Also die Großwetterlage hat sich verändert. Das, glaube ich, haben wir alle gut in Erinnerung und das lässt sich ja auch in den Quellen durchaus zeigen. Hélène Mia de Lacroix, wie
würde sich das aus französischer Sicht darstellen? Ich würde es vielleicht gerne mit der Steilvorlage von Herrn Sazonow verbinden. Man kann ja etwas zugespitzt sagen, der Schlüssel zur Wiedervereinigung lag vielleicht wirklich zunächst in Moskau, dann in Washington und dann vielleicht in Leipzig und Berlin. Das weiß ich, dass das viel Widerspruch hervorrufen wird, aber die internationale Lage war nun, glaube ich, doch am Anfang der entscheidende Veränderungsmotor. War da Frankreich so in seiner eigenen Selbstwahrnehmung so ein bisschen etwas aus dem Spiel? Hatte man Sorge, dass jetzt Sowjets und Amerikaner und Deutsche das irgendwie unter sich ausmachen und Frankreich möglicherweise nicht wirklich dabei ist? Also doch so eine Art Rückkehr der Vergangenheit in der Hinsicht? Ja, das ist eine interessante Frage in Verbindung mit der vorigen Frage. Also noch einmal, ich spreche hier als Historikerin, nicht als Botschafterin. So schnell wird man nicht Botschafter in Frankreich, obwohl der neue Botschafter Frankreichs in Österreich ein Historiker ist, ein Kollege von uns. Aber ich versuche das vielleicht... Dann gibt es ja noch Hoffnung, ja. Ich glaube, dass die zwei Fragen sich sehr gut verbinden. Das ist eine klassische Frage für Historiker, was für eine Rolle spielen die Akteure, was die Strukturen, die Force Profonde und so weiter. Und dieser 2+4-Prozess hat sehr wohl gezeigt, dass tatsächlich Männer, Frauen eine entscheidende Rolle spielen können, insbesondere wenn sie, wie ich das Wort von Mitterrand sehr mag, auch den Mitarbeitern sagen, machen Sie da, wir schaffen das, also wir macht es möglich, dass es wird. Das heißt, dass die unterschiedlichen Ebenen auch den Weg zueinander finden sollen. Was ich besonders interessant finde, ist, dass diese 2+4 Konferenzen die große Aufgabe hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg in Potsdam entstandenen Situation aufzulösen, dass die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Alliierten dann ein Ende finden und das in einer vertrauensvollen Stimmung, wobei man sehr genau weiß, dass in Potsdam alles andere als Vertrauen da stattgefunden hat und dass der alliierte Kontrollrat nicht so gut funktionieren konnte, weil es dieses Diskrepanz gab zwischen den Sowjets und den anderen drei. Zur Frage, wie sich Frankreich unter François Mitterrand und Roland Dumas, denn da haben die Außenminister eine wichtige Rolle gespielt, sich fühlten ein bisschen im Schatten tatsächlich von Gorbatschow und Reagan. Das verursacht in Frankreich klassischerweise keine sehr angenehme Reaktion, in den Schatten gestellt zu werden, wobei man auch den Sinn für Hierarchien hat. Ich glaube, dass die Schwierigkeiten, die entstehen konnten und die auch zu Zähneknirschen geführt hat zwischen Frankreich und den anderen Kollegen, insbesondere mit Deutschland, liegt wirklich daran, dass es für Frankreich damals noch sehr wichtig war, eine der vier Großen zu sein. Und das ist ein Teil des Selbstverständnisses dieses Landes seit 1945, sodass auch mit der Persönlichkeit von Präsident Mitterrand es sehr wohl möglich war, zugleich so den Bescheidenen zu spielen und zu sagen, es gibt die zwei Großen, aber wohl wissend, dass er da sein Wort zu sagen hat und dass Frankreich auch die Zustimmung geben soll. Insofern war es sehr diplomatisch, glaube ich, ein sehr geschicktes Spiel zwischen, alle vier sind gleich, aber zwei sind vielleicht gleicher als die anderen. Würden Sie zustimmen, Frau Higgins, zu der Analyse? Kann ich noch ergänzen, wenn die Historikerin gesprochen hat? Ja, ich würde vielleicht dann in diese diplomatische Lösungsperspektive ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir haben das heute Mittag schon gehört bei einem Vortrag, dass auch in Polen eigentlich die Stimmung so ganz gut war, bis zum 28. November 1989, bis zu dem bekannten 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl, der nun bekanntlich nicht so wirklich abgesprochen war mit den Alliierten. Und
Das, was besonders irritiert hat bei vielen, und das wäre jetzt meine Frage auch an Sie, ob Sie das bestätigen können, war die Tatsache erstens, dass es nicht abgesprochen war, aber zweitens, dass auch keine Äußerungen über die polnische Westgrenze da stattgefunden haben. Also wie überhaupt die Westgrenze Polens oder die Ostgrenze Deutschlands so eine Art Dollpunkt gewesen sind in diesem Winter 1989-90 in den internationalen Beziehungen. Das ist in Frankreich sehr problematisch diskutiert worden, das ist auch in Großbritannien sehr problematisch diskutiert worden. Wie schätzen Sie dieses Thema generell ein, aber auch die Frage sozusagen, wie dieses kohlsche Vorpreschen, das unilaterale Vorpreschen, was ja mit den 10 Punkten vom 28. November verbunden worden ist, aus amerikanischer Perspektive gewirkt hat? Ja, also ich würde persönlich sagen, es gibt ein Wort auf Jiddisch, Chutzpah, und ich finde, das könnte man hier benutzen, nicht wahr? Dr. Kohl wollte hat Chutzpah gezeigt, dass er wollte die Initiative nehmen, nicht wahr? Und das erwartet man und soll man vielleicht auch als Leader machen. Das hat auch alle überrascht. Kohl hat den Text an Bush geschickt, aber einige haben erzählt, dass das auf Deutsch war zum Beispiel. Und dass man das nicht man hat das so kurzfristig bekommen, dass man das nicht übersetzen konnte, bevor Kohl dann zu sprechen angefangen hat. Aber was wichtig sich zu erinnern hier ist, dass Kohl wusste, dass Präsident Bush hinter ihm stand. Und deswegen hat er sich das vielleicht dieses Chutzpah-Moment gemacht. Würden Sie der Analyse zustimmen, Herr Börlück? Ja, das klingt, das könnte ich gut vorstellen eigentlich, dass er wusste, dass er diese Unterstützung hatte, weil das war auch ja so sehr überraschend. Aber manchmal als Leader muss man diese Initiative nehmen. Wenn man, er könnte sehen, wie es hier auf der Straße ging damals, deshalb musste man etwas ganz schnell machen. Und er hat gesehen, wie viele Ostdeutsche zum Beispiel so schnell nach Westen kommen wollten. Und deshalb, was sollte er machen? Es gab, ich glaube, diese Phrase damals, denn kommt die D-Mark, bleiben wir, kommen sie nicht, gehen wir zu ihr. Das war der damalige Motto. So, das verstehen wir jetzt, aber es ist wahr. Das, damals in London, das war sehr überraschend und die ersten Reaktionen waren nicht so gut. In Großbritannien muss man sehr ehrlich sagen, aber letztlich hat der Plan eine Dynamik entfaltet, die nicht mehr aufzuhalten war. Also es war ja eine reichliche Woche nach dem 28. November, dass der Straßburger Gipfel der Europäischen Gemeinschaft stattfand, am 7. 8. Dezember 1989. Und Kohl selber schreibt in seinen Memoiren, dass damals die Stimmung eisig gewesen sei. Er wäre geradezu tribunalartig befragt worden von den westlichen Verbündeten und den EG-Partnern. Wenn man sich die Quellen anguckt, hat man nicht immer den Eindruck, dass das tatsächlich so gewesen ist, sondern es wird teilweise sogar die freundschaftliche Atmosphäre besprochen. Das hatte einen, und die Frage würde ich vielleicht gerne an Hélène Mia de la Croix gleich nochmal weitergeben, das hatte einen Grund, dass nämlich Mitterrand unter französischem Vorsitz fand ja diese Sitzung statt, hatte massiv das Bedürfnis, die Westdeutschen auch festzulegen auf einen entscheidenden Fortschritt in Sachen Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Und das ist auf dem Straßburger Gipfel ein bisschen das Thema. Wann wird jetzt auch wirklich die Regierungskonferenz einberufen? Das sollte Ende 1990 sein. Und dann fast als Postskriptum auf dem Straßburger Gipfel, obwohl es gar nicht auf der Tagesordnung stand, gibt es dann diese bekannte
Konzession sozusagen, ja, die EG-Mitglieder, die EG-Partner geben den Deutschen das Recht oder stellen den Deutschen das Recht zur nationalen Selbstbestimmung ausdrücklich aus, diese Möglichkeit. Ist das ein Do-Ut-Des-Geschäft gewesen, was dann auch Luft rausgenommen hat aus diesem Vorpreschen Kohls vom 28. November? Oder wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, dass es wohl einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen dem 10-Punkte-Programm und der Haltung Frankreichs auf dem Straßburger Gipfel. Also das 10-Punkte-Programm war für Mitterrand doppelt eine Überraschung, eine unangenehme Überraschung. Erstens, weil er nicht informiert war, und das war insofern das Brechen einer eingeübten Praxis, dass man, die auch im deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, Élysée-Vertrag steht, dass man sich gegenseitig immer informiert, und B, dass damit mit der Grenzfrage die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Und dann wurde in Paris gesagt, nein, nicht das. Wenn etwas nicht angefasst werden soll, das ist die Grenzfrage. Und dass nachher aus Bonn die Bemerkung kam, ich glaube von Herrn Telschik, ja, das ist innerdeutsche Angelegenheit, da muss man nicht unbedingt seine Freunde anrufen dafür, das hat noch mehr genervt. Insofern gibt es wohl diesen Zusammenhang, der Wille, dass man Deutschland, wenn plötzlich der gute deutsche Freund den Eindruck gibt, so zu entschlüpfen, ja, dann muss man ihn unbedingt festlegen und sicher sein, dass in der Zukunft das Bekenntnis zu Europa nicht kein Lippenbekenntnis war, sondern wirklich, das ist zwei Seiten derselben Medaille, wie Adenauer sagte, die Einheit und Europas Aufbau. Herr Satzonow, Gorbatschow war, wenn ich recht informiert bin, auch nicht besonders amüsiert über den 10-Punkte-Plan. Und die Frage, also das hängt, alles hängt mit allem zusammen, jetzt nicht ganz unmittelbar zusammen, aber diese Frage der polnischen Westgrenze ist dann fast so ein fast toxisch wirkende Fortsetzung im gesamten Winter 89-90, die ja übrigens auch die deutsche Bundesregierung ziemlich gespalten hat, wenn man etwa an Genscher und Kohl denkt, hat es da enorme Spannungen gegeben. Wie würden Sie das aus der damals sowjetischen Sicht beurteilen? Hat das den Ablauf hin zum 2+4-Prozess massiv gestört, oder muss man im Nachhinein vielleicht sagen, es war nur eine kurzfristige Episode? Also ein praktizierender Beamter. Also aus meiner Sicht ist alles zu akademisch alles, ja, was auch hier so angesprochen wird. Es gab mehrere Vorschläge eigentlich. Es gab mehrere Ideen in dieser Hinsicht. Und vieles ist noch aus meiner Sicht oder aus meinem Wissen ist ein bisschen im Verborgenen. Ja. Vom Fallen, also ich gehe davon aus, Sie wissen, wer das war, also Valentin Fallen. Kenne ich zum Beispiel, dass also selbstverständlich die Franzosen und die Briten, die waren nicht amüsiert, aber nicht von diesem Plan, auch insgesamt. Und zum Beispiel, wir haben, also das steht bei uns auch in bestimmten Quellen, also Mitterrand hat zum Beispiel Gorbatschow vorgeschlagen, damals in Kiew, wegen des Besuches, zusammen nach Ost-Berlin zu fahren, zu Honecker, um ihn zu unterstützen. Eigentlich, ja, damit man diesen Prozess ein bisschen auch sozusagen bremst. Oder Frau Tetscher, es gab auch Vorschläge direkt an Herrn Gorbatschow, zusammen mit Franzosen auch zu dritt, irgendwie zusammenzusetzen und zusammen überlegen, wie es eigentlich weitergeht. Also man dachte vielleicht, man macht einen Plan und irgendwie regelt das und man braucht dann nicht irgendwelche da Alleingänge und so weiter. Und eigentlich Gorbatschow hat alle diese Vorschläge also abgelehnt. Ja, und ich würde sagen, ziemlich brüsk auch, ja. Denn er hat es gesagt, also, oder wir sind da Russen, wir stehen über diese eigentlich und wollen nicht zum Beispiel, dass irgendwie, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen salopp oder grob, diese schmutzige Wäsche zwischen diesen drei da, wir waschen zu helfen, ja. Und deshalb, also war, also diese Plan Corporation selbstverständlich, das haben wir an der Botschaft, also Sie wissen, wie das alles funktioniert, also das ist nicht sofort, also man sieht oder versteht was, man bräuchte das zu übersetzen,
zu analysieren, irgendwie da überlegen, mitzuteilen. Dann ging der Prozess so schnell, das war ziemlich schnell, dass alles sozusagen wiederholt. Es gab da andere Ideen auch auf der anderen Seite. Und es waren dann, sage ich Ihnen auch, zum Beispiel aus meiner Erinnerung an diese Sitzungen der Preis 2 plus 4. Also ich war in Bonn bei der ersten sozusagen. Und mehr oder weniger, also die Sitzungen selbst oder diese, was da offen, das waren mehr oder weniger Dekorationen. Sehr viel wurde in den Hintergrundgesprächen gemacht, also man hat damit dann einander sehr kommuniziert. Deshalb kommt es zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt zu diesen verschiedenen auch Auslegungen. Nach der Erweiterung gab es oder gab es nicht, also Becker sagt nein, wir wissen, dass es, das hat er gesagt, das ist bei uns alles notiert und festgestellt. Also Telcek sagt, das gab es nicht, aber ich weiß nicht, also weil Telcek war immer bei Kuhl, aber Schwarnase und Genscher haben das miteinander da besprochen zum Beispiel. Und ich hatte die Möglichkeit, jetzt in der letzten Zeit oder letzten Tagen von Genscher ihn zu fragen, direkt, auch unter vier Augen, ob das stimmt oder nicht stimmt, das hat er bejaht, ja, aber ich habe ihn auch gefragt, warum eigentlich, also sind Sie so, warum sagen Sie das oder nicht bestätigen das nicht, das hat es auch gesagt, also das ist ganz normal im diplomatischen Dienst oder in dieser diplomatischen Ausstaatsräson hat es gesagt, also dann mache ich das, das muss so bleiben, wie es ist, also dann will ich nicht sozusagen meinem Land irgendwie so einen Ehrendienst erweisen und so weiter. Deshalb, also war selbstverständlich, das ist eine Geschichte, aber von, aus meiner Sicht, von Sicht des Historikers, ist es wichtig und interessant, um das zu analysieren und zu sehen, aber jetzt 30 Jahre danach, also dann sieht man, das war, hatte keine so diese Relevanz eigentlich ja, für diesen Prozess. So ist eigentlich meine Meinung. Ja, aber wenn Sie die NATO ansprechen und die Frage, was passiert mit der NATO, hat das nicht heute auch noch eine sehr hohe Relevanz? Bitte? Weil Sie gerade gesagt haben, das hätte nicht so hohe Relevanz heute. Also ich finde gerade das NATO-Thema hat schon eine hohe Relevanz. Nicht in dem Sinne. Ich meine im Sinne des Prozesses, wie es gekommen ist, also eigentlich. Also dann vielleicht hätte man was da ausgedacht oder so etwa, aber dann war es schon die Zeit vorbei eigentlich mit diesem Plan, mit anderen Plänen und so weiter. Also das war ganz kurze Zeit, sehr schnell und ich würde sagen, nach meinem, also das war Gorbatschows Schwäche aus ganz verschiedenen Aspekten. Ja, aus der innenpolitischen Lage in Russland, aus Jelzin, also Sie erinnern sich, also am 12. Juni war schon Russland weg aus der Sowjetunion mit unserer Deklaration damals. Es gab alles sehr kompliziert für ihn. Und selbst als Persönlichkeit war auch, sage ich Ihnen jetzt als also Russ, ich will nicht ihn irgendwie beleidigen, aber er war schwach. Also das wussten wir dann und dann sahen wir das auch. Das war ein Produkt der sowjetischen Parteinomenklatur. Er und Jelzin, würde ich sagen. Und da sah man das immer angenehm, also eine schöne Frau, sehr sozusagen. Und wie soll man das sagen? Aber man sei inkompetent und so weiter. Und Kohl und Genscher, also diese gewiefte Politiker, hart gesottene Westliche, die haben das sofort durchschaut. Ja? Und haben das auch sozusagen diese Persönlichkeit Schwäche und ihre Persönlichkeit Stärke hier genutzt. Und sie waren, ich erinnere mich, also das war bis zur Aufopferung eigentlich, ja. Von meinen Augen habe ich das gesehen, wie zum Beispiel, also Schwarnadze, das ist, spielt auch eine Rolle, war Kaukasier, ja. Das ist auch eine bestimmte Mentalität, das muss man wissen. Also die Kollegen, die arbeiten in verschiedenen Ländern und so, die sind nicht alle sind sozusagen gleich ja, hier. Und wir als multinationaler Staat wissen das auch. Und es gibt bestimmte eigentlich menschliche Gesten, Methoden, wie man das eigentlich das auch ausnutzt. Ja? Und also das machen die deutschen Politiker sehr, das war wichtig ja? Na, in dieser Situation. Und naja,
Für uns war wichtig eigentlich in dieser ganzen Geschichte, das sind unsere weitere bilaterale Beziehungen zu Deutschland. Ja, das steht vielleicht nicht so richtig in Ihrem, also diesem Leitfaden, aber man vergisst, also es war nicht nur, für uns das war ein ganz wichtiger Prozess, worauf wir konzentriert haben. Also das war großer Vertrag, Wirtschaftsvertrag, Sozialvertrag, Abzugsvertrag für die Truppen, überleitende Maßnahmen und das alles. Und das war so ein Werk, also im bilateralen Verhältnis. Und vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dieser Großwetterlage. Ja, da haben wir um Amerika gesprochen, aber das war auch mit Deutschland so. Also dann gab es ein großes Vertrauen auch. Also das war nicht nur Verdienst von Helmut Kohl. Das war Verdienst von also Willy Brandt und Egon Bahr. Ich habe sie selbst also erlebt im 87, also als Dobrynin, also unser Sekretär kam. Und es gab, wie Sie sich erinnern, also diese Gorbatschow-Goebbels-Vergleich in einer Zeit, dass Gorbatschow, er war, brachte ihn auf die Palme und wollte das alles. Und dann haben wir, das war eine Idee, und von Kwiecinski und so weiter, da haben wir Weizsäcker eingeladen, ja. Der beste Präsident, Bundespräsident aller Zeiten in der Bundesrepublik, ja. Ein sehr, ich weiß nicht, das war eine, wirklich eine, da, ich sage das zum, und hat er alle Wogen geglättet, ja. Und dann ging es schon mit dieser, sozusagen, mit diesem Vertrauen, und dann waren schon Gorbatschow, Kohl und so weiter und so fort, also das ist auch vielleicht andere Geschichte, aber das war wichtig, ja. Und die Schwäche für Gorbatschow, also, oder diese Möglichkeit lag darin, eigentlich, er kam, oder genauer gesagt, mehr war das Schewarnadze, es gab zwei Taschen. Einmal also diese Großmaul und also dann Deutschland, Großpolitik, aber in der anderen Tasche, da war es also eigentlich die Bitte, also Waren zu liefern, Kredite geben und so weiter. Und auf so einer Grundlage führt man eigentlich keine vernünftige Politik. Aber darf ich vielleicht doch nochmal nachfragen? Also wenn ich das richtig resümiere, dann würden Sie schon sagen, es gibt eine bestimmte Schwäche oder gab eine bestimmte Schwäche in der sowjetischen Diplomatie an der Spitze mit Gorbatschow und Schewardnadze, die gewiefte westliche Politiker ausgenutzt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht zuletzt auch die deutschen Politiker, aber vielleicht ja die westlichen insgesamt, weil die, wie Sie sagen, gewissermaßen geschult waren im Ausnutzen solcher Schwächen. Wo würden Sie denn aber sagen, lagen denn dann die eigentlichen Ergebnisse, der Mehrwert sozusagen, der Benefit, den die westliche Politik aus dieser Schwäche gezogen hat? Was war das, der Gewinn in diesem 2+4-Prozess und in den entsprechenden Verhandlungen für die westliche? War das die Einheit als solche, die deutsche, oder hat es was eben doch sicherheitspolitisch mit der Frage der NATO zu tun? Das ist ja in der Forschung auch nach wie vor nicht ganz klar, ob der Westen sozusagen, ob es jetzt Baker oder Genscher waren, gewissermaßen Versprechen gemacht haben, dass die NATO nicht weiter nach Osten verschoben werden soll. Oder wo würden Sie sagen, ist denn diese Schwäche, die Sie diagnostizieren, dann auch wirklich zum politischen Gewinnen des Westens geworden? Also es gibt bei uns, ich bin auch nicht so bewandert in vielen Dingen, sage ich Ihnen, ja, sage ich nur aus dem Wissen, die ich habe oder die ich. Also das, es gibt verschiedene Thesen, ja, aber Hauptthese ist, die ich teile, ja, oder nicht Haupt, einer der Thesen, das war Bush, ja, mehr, weil, wissen Sie, ich will nicht banal sein und so weiter, aber das war ein Mensch, also CIA-Direktor, wissen Sie. Und es ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es klar, also eine Sache ist, als CIA-Direktor dem Präsidenten zu berichten, aber andererseits selbst Präsident zu werden und das verstehen. Und dann war die Sache geopolitisch eigentlich, ja. Denn man sah also diese Schwäche, diesen Umbruch, also neues Denken, also Osteuropa insgesamt und so weiter, wie das alles funktioniert. Und man sah, es ist möglich eigentlich, also diese Geopolitik ein bisschen zu ändern. Ja. Und dann war in diesem ganzen Gebilde selbstverständlich die deutsche Einheit oder die DDR das
Hauptglied eigentlich, ja. Mhm. Und so ging es da, dann aus meiner Sicht ging der erste Impuls eigentlich für diese Bewegung, also vom Bush. Und dann muss man das alles schon verpacken. Das ist eigentlich, also die ganze, diese Geschichte, also der Sieg im Kalten Krieg, dann muss, das sage ich, also für meine Begriffe, wie ich das sehe, das muss man gestehen und anerkennen, so war das. Und so meinte es, das war eigentlich das Ziel und das war also die Schwäche, die man das ausgenutzt hat. Also das ist, bedeutet eigentlich nicht, das waren schlechte Menschen oder sie wollten irgendwie den die Laune verderben oder ihn irgendwie, aber das, das ist nur so eine Politik eigentlich, die so brutal und eigentlich gemacht wird. Und da war es François Mitterrand, der war es aus, als er begriffen hat, aus meiner Sicht, dass es so eigentlich das, darauf läuft, dann macht er seine Politik. Also auch mit 2+4-Vertrag. Keine Atomwaffen auf dem deutschen Boden. Also dann, was haben Sie da alles gesagt, also mit der europäischen, mit der Währungs- und ich weiß nicht weiter, mit diesen Sichten und so weiter. Und dann war es auch, also die Briten, die das gemacht haben oder versuchten, das auch ein bisschen zu bremsen, ja. Und dass das diese berühmte Geschichte mit dieser Formel in Moskau schon und so weiter. Aber selbstverständlich Schlüsselwahl in Moskau, das hat man, also objektiv, das hat immer wieder Kohl wiederholt. Die Sowjetunion hatte zentrale Bedeutung für Deutschen, das haben sie auch immer wieder wiederholt. Und das Wichtigste in dieser Sache, das war keine leere Formel, aus meiner Sicht. Das meinten sie auch so. Und das waren sie, also für sie war das eigentlich, also wollten sie das auch so auch haben. Und das haben sie dementsprechend auch so. Und sie waren bereit zu allem. Ich kann vielleicht auch, damit das nicht so akademisch wird, eine Geschichte erzählen, habe ich gedacht, was könnte man sagen? Das war schon bei der Unterzeichnung des großen Vertrages zwischen Deutschland und Russland. Das ist am 9. November dieses Jahres, wird es auch 30 Jahre sein. Das war im Palais Schaumburg. Und das ist so, ich war dafür eigentlich zuständig und habe diese Verträge auch versiegelt. Ja. Und, aber nicht alle wissen, also das gibt es diesen großen Vertrag, aber es gibt auch einen Wirtschaftsvertrag und es gibt einen Sozialvertrag. Und dieser Sozialvertrag, das war Blumenministerium zuständig und wir waren schon im Auswärtigen Amt in der Adenauerallee und wollten das alles sozusagen fertig machen. Und dann plötzlich war das Blum da und er wollte unbedingt diesen Vertrag auch mit unterzeichnen. Ja? Die Außenminister können das oder dürfen das Kraft Amtes. Und Blum war da, hatte keinen Partner auf der russischen Seite. Also das war alles nicht möglich. Und also wir haben da mit Schewarnadze Kontakt aufgenommen. Er war schon unterwegs und hat gesagt, okay, der, mir ist egal. Also zwei, drei, also ich unterschreibe. Aber dieser Genscher könnten wir nicht erreichen zuerst. Und dann war es Blum, der sagt, ich unterschreibe unbedingt. Und dann war dieser hohe Beamter aus dem Sozialministerium, ja, also ziemlich hohe, würde ich sagen, ja. Und es hat gesagt, das geht einfach nicht, das darf ich. Also wir versuchten ihn zu überzeugen und dann war es immer wieder dann weiter, also dieses ewige Gerede, also deutscher Rechtsstaat, Völkerrecht, also deutsches Beamtentum, diese Prozedere, also das ist falsch, dann müssen wir und so weiter und so fort. Und dann rief Genscher an und der versuchte das ins Telefon sowas zu sagen, ja, und dann, das war hart, ja, ich habe das mitgehört, was der Genscher gesagt hat, also der Sinn war, also zum Teufel, Völkerrecht, nur alles zum Teufel, nur damit es alles klappt, wissen Sie. Also so war es eigentlich, also diese Geschichte. Und wenn man eigentlich die Deutschen diese Ziel hatten, ja, da haben sie das alles sozusagen, ja, diesem Ziel. Und ich sage es Ihnen, ich habe es vermisst eigentlich. Ja, das sage ich nicht als Vorhaltung einfach. Jetzt heute eigentlich, das war Samstag in Potsdam, wo es in Rede von Bundespräsidenten, also diese Kohl oder Genscher, also die werden nicht, wir wurden eigentlich übrigens auch nicht eingeladen, ja, die Botschaften, also der vier Mächte,
zu so einer deutschen Veranstaltung. Und das ist eigentlich schade und das ist ziemlich, so würde ich sagen, jetzt ganz direkt in diesen Raum. Aber ich glaube, da war keine Diplomaten eingeladen, oder? Wegen Covid-19. Also Covid ist Covid, ja. Aber 30 Jahre deutsche Einheit, das ist 30 Jahre deutsche Einheit und man könnte schon eine... Ich fand das verantwortlich. Nicht über den diplomatischen, denn nicht alle Diplomaten haben auch diese Verhandlungen mitverhandelt, ja, seinerzeit. Haben Sie so eine ähnliche Wahrnehmung, Herr Wallach, dass da die Diplomaten übergangen worden sind neulich? Wie bitte, dass die Diplomaten nicht eingeladen sind? Dass sie nicht eingeladen worden sind. Ja. Das kann ich gut verstehen eigentlich. Ich weiß, was Sie meinen, dass wir eine bestimmte Rolle damals haben, aber wir sind in einer sehr besonderen Zeit im Moment und es gibt viele Veranstaltungen, die nicht stattfinden können. Und am wichtigsten ist das ein Tag für Deutschland und deshalb die Hauptgäste sind von Deutschland. Das verstehen wir und kein Problem damit. Ja gut, lassen wir das als Dissens mal stehen, wird man vielleicht später beurteilen können. Darf ich nochmal an die Diskussion, die wir gerade hatten, anknüpfen? Ich denke, ein wichtiger Punkt ist ja schon auch die künftige Sicherheitspolitik gewesen, die damals eigentlich nur in Umrissen erkennbar war. Man hat natürlich 1990 noch durchaus, da ist man davon ausgegangen, dass es die Sowjetunion weitergeben wird und dass damit auch ein östliches Bündnis irgendwie noch bestehen wird. Aber das hat sich ja dann sehr schnell geändert. Können Sie dazu was sagen, vielleicht Frau Higgins zuerst und dann Herr Ballock, ob es so etwas gab wie den Versuch, das westliche Bündnis zu stärken, auf Kosten sozusagen vielleicht auch der Sowjetunion, oder wie würden Sie das im Nachhinein beurteilen? Ich würde es so sagen, dass, wie schon Reagan gesagt hat, waren zwei Punkte absolut nicht verhandelbar. Unsere kollektive Freiheit und unsere kollektive Zukunft. Und die USA wollten, dass ein vereinigtes Deutschland auch NATO-Mitglied würde. Und dies war aus Sicht der USA nicht verhandelbar, wie gesagt. Mit der deutschen Wiedervereinigung rückte die NATO näher an Russland heran. Die USA waren darauf bedacht, Deutschland in die NATO einzubinden. Sie wollten den Weg frei zu machen für die Fortsetzung des US-Engagements in Westeuropa. Und dies bedeutete auch, die Ängste der Nachbarn ernst zu nehmen und das vereinte Deutschland vor der Verfolgung expansionistischer Ziele abzuhalten. Und was manchmal vergessen wird, ist, dass der 2+4-Vertrag nicht nur den Abzug sowjetischer Truppen aus Ostdeutschland und Berlin, sondern auch den Abzug amerikanischer Truppen aus Westdeutschland notwendig machte. Die alliierten Truppen sollten und haben Berlin verlassen. Amerikanische Truppen verblieben in Westdeutschland, allerdings im Rahmen der NATO-Verpflichtungen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Wallach? Ja, wie Sie schon alle wissen, dass Frau Thatcher am Anfang sehr skeptisch war und war durch den Zweiten Weltkrieg diese Erfahrungen sehr geprägt. Aber als es klar war nachher, und es gab viele Unterstützung innerhalb von dem britischen Parlament und auch Außenminister, aber dann war sehr klar, dass auch für uns, dass Deutschland Mitglied der NATO und damit unseres Systems der kollektiven Sicherheit bleiben musste. Und das für uns kam nicht in Frage. Ja, vielleicht, nachdem sich unsere Zeit auch schon dem Ende zuneigt, würde ich doch vorschlagen, dass wir nochmal einen Blick in die Gegenwart wagen und vielleicht auch in die nähere Zukunft. Es wird ja schon relativ viel jetzt auch im Hinblick auf die 30 Jahre auch von Fehlern gesprochen, von verpassten Chancen. Das betrifft zum Beispiel insbesondere auch den innerdeutschen Prozess, also wenn es um die Frage der
Wiedervereinigung geht, was ein großes Thema jetzt schon seit Monaten ist, ist die Arbeit der Treuhandanstalt, wo also über Fehler im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess gesprochen wird. Aber es betrifft ja auch vielleicht die internationale Lage. Wir stellen ja schon heute fest, dass, sagen wir mal, die Stabilität des internationalen Systems aus vielen Gründen, jetzt nicht nur in Europa, sondern international, weltweit, kann man sagen, vielleicht weniger stark ausgeprägt ist, als man das 1990 erhoffte. Da stellt sich natürlich schon die Frage, hat es Versäumnisse gegeben? Hat es zum Beispiel Versäumnisse gegeben in Richtung Aufbau eines kollektiven, auch operationalisierbaren europäischen Sicherheitssystems unter Einschluss Russlands? Oder wo stehen wir da heute? Da würde ich ganz gerne noch vielleicht, wenn Sie erlauben, eine Schlussrunde machen und würde vielleicht Hélène Myhre-Delacroix bitten, hier aus der Sicht der Historikerin ein erstes Wort zu sagen. Ja, wo wir heute stehen. Ist an. Gut. Ja, vielleicht, wenn Sie gestatten, möchte ich noch ein Wort sagen zu NATO. Das spielt eine Rolle bis heute, denn wir haben vorhin auch diskutiert über die Tatsache, dass, also es wurde angedeutet oder erwähnt von der amerikanischen Kollegin, dass Frankreich damals nicht Mitglied des integrierten Kommandos der NATO war. Nichtsdestotrotz war Frankreich damals völlig einverstanden mit der Zugehörigkeit Deutschlands zur NATO. Und das ist oft ein Missverständnis, das es zwischen den anderen und Frankreich gibt, bis Präsident Sarkozy Frankreich in das integrierte Kommando zurückgeholt hat, haben viele gedacht, Frankreich sei außerhalb der NATO gewesen, was nicht stimmt. Und insofern ist es vielleicht auch eine Fußnote zu dem, was vorhin auch gesagt worden ist. Frankreich hat auch seit de Gaulle, ist es so gewesen, seine Stimme hören lassen, gerne hören lassen und eine bestimmte Selbstständigkeit behauptet. Zugleich aber verstand sich Frankreich immer auf der Seite des Westens und innerhalb der Sicherheit der NATO. Also das wäre vielleicht meine Antwort, die völlig neben der Frage ist, aber das ist meine Antwort. Ja, das macht ja nichts. Also Antworten, die an der Frage vorbeigehen, können ja auch sozusagen die Dynamik der Diskussion beleben. Ja, Herr Satzonow, wie schätzen Sie das ein? Hätte man manches vielleicht besser machen können oder gab es Versäumnisse, gab es vielleicht auch verpasste Gelegenheiten in diesen letzten 30 Jahren? Auf jeden Fall. Ja, dann wird uns interessieren, welche. Rede von Franz Dietrich Genscher, berühmte, ja, in Dutzend, kennen Sie alle vielleicht, ja, aus dem 31. Januar 1990. Also ich zitiere kurz: Sache der NATO ist es, eindeutig zu erklären, was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben. Diese Sicherheitsgarantien sind für die Sowjetunion und ihr Verhalten bedeutsam. Der Westen muss auch der Einsicht Rechnung tragen, dass der Wandel in Osteuropa und der deutsche Vereinigungsprozess nicht zu einer Beeinträchtigung der sowjetischen Sicherheitsinteressen führen darf. Das ist sozusagen Genscher. Und in diesem Sinne, also in diesem hat er seine eigentlich Vorstellungen immer wieder entwickelt und auch gegenüber uns auch das sozusagen gesprochen in diesem Prozess. Und also Russland, also das ist Nachfolger oder Vorsitzender Staat der Sowjetunion, dann sehen Sie jetzt, was da. Für uns ist eigentlich diese Frage enorm wichtig, ja, ich würde sagen, essentiell. Und da wird es eigentlich, in dieser Frage, ich weiß es nicht. Wie soll ich das sagen? Ja. Also so schnell keinen Konsens geben. Ich will nicht hier polemisieren, aber das ist eine Realität. Damit leben wir und machen unsere Vorkehrungen damit. So ist es. Ich gebe die Frage mal weiter
an Frau Higgins. Ich meine, man kann den Spieß auch ein bisschen umdrehen und fragen, war die NATO-Mitgliedschaft der früheren Warschauer Paktstaaten oder auch des Baltikums, der baltischen Staaten, war die vermeidbar nach 1990, wenn man mal davon ausgeht, dass der Druck sozusagen aus diesen Staaten ja doch massiv war, der NATO dann auch beizutreten? Oder war es, so könnte man Ihre Aussage interpretieren, dann doch vielleicht ein historischer Fehler, der vermeidbar gewesen wäre, im Sinne eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems? Das ist, glaube ich, wirklich eine nach wie vor brennende Frage. Hätte man irgendwie agieren können, weiter agieren können, oder könnte man es heute ohne diese NATO-Mitgliedschaft der früheren Warschauer Paktstaaten? Das werden wir nie wissen. Aber der USA war es ganz klar, dass Deutschland NATO-Mitglied werden musste. Und ich will auch nicht polemisch sprechen, aber ich möchte gern Klartext reden, weil wir gerade auch über was, das wir heute bedeutet. Wir dachten, dass sich überall vielleicht auf der Welt freie Gesellschaften entfalten würden. Man hat sogar davon gesprochen, vom Ende der Geschichte. Aber vor allem dachten wir, dass wir unsere Ressourcen von Bündnissen und Streitkräften und all den Dingen, die eben diese Freiheiten gesichert hatten, abziehen könnten. Bedauerlicherweise hatten wir uns getäuscht. Wir hatten uns getäuscht in Bezug auf die Conditio Humana und auch über den Weg, den viele Länder heute einschlagen könnten. Heute ist der Autoritarismus nur ein Steinwurf entfernt. Er ist im Aufstieg begriffen. Und wenn wir ehrlich sind, war er nie ganz weg. Und jetzt wird vielleicht unser Gast aus Russland nicht mit mir übereinstimmen. Aber leider ist Russland den Weg Gorbatschows nicht weitergegangen. Heute marschiert Russland unter der Führung eines ehemaligen KGB-Offiziers, der einst in Dresden stationiert war, bei seinen Nachbarn ein und ermordet politische Gegner. Es unterdrückt die Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche in der Ukraine. Russische Behörden veranstalten Polizeirazzien gegen Krim-Tataren und Ukrainer, die sich gegen die russischen Angriffe wehren und foltern sie. In Tschetschenien verschwinden Menschen einfach, die von den Behörden als unerwünscht betrachtet werden, auch wenn das bedeutet, dass sie ein paar Häuserblocks von hier entfernt umgebracht werden. Erst vor wenigen Wochen sind wir Zeugen der Vergiftung ein russisches Oppositionspolitikers geworden, der glücklicherweise dank der qualifizierten Ärzte hier in der Charité überlebt hat. Und in China prägt die Kommunistische Partei Chinas eine neue Vorstellung von einem Autoritarismus, wie ihn die Welt seit sehr langer Zeit nicht mehr erlebt hat. Die Kommunistische Partei Chinas wendet Taktiken und Methoden an, um ihre eigenen Leute zu unterdrücken, die ehemalige Ostdeutschen auf grausame Weise bekannt vorkommen würden. Die Volksbefreiungsarmee missachtet die Souveränität ihrer chinesischen Nachbarn und die Kommunistische Partei Chinas verweigert Kritikern Reiseprivilegien und hier sogar deutsche Abgeordneten. Und die Kommunistische Partei in China schikaniert die Familien chinesischer Muslime in Xinjiang, die lediglich im Ausland Zuflucht gesucht haben. Also die Wahrheit, diese Wahrheit war uns 1989 nicht ganz ersichtlich. Und das ist vielleicht nachvollziehbar. Ich habe nur ein ganz kurzes bisschen noch, bitteschön. Also wir können auch heute sicherlich feiern. Aber wir müssten das auch mit Nüchternheit versehen. Wir müssen die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Und wir müssen erkennen, wer wir sind. Unsere beiden Demokratien, also die USA und Deutschland, wir verfügen über ein enormes politisches und wirtschaftliches Kapital und über die Macht, die nur von freien Gesellschaften erlangt werden kann. Und dann mache ich Schluss. Also wir alle, jeder Einzelne von uns, haben die Pflicht,
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen, was 1776, 1945, weil wir alle hier Historiker sind, und 1989 so hart erkämpft wurde. Ja, vielen Dank. Ich hatte ja nun eigentlich gehofft, dass es einen relativen Konsens über unseren Gegenstand gibt. Und was jetzt sozusagen aus den beiden Statements hervorgegangen ist, ist natürlich sicherlich eins, dass das Vertrauen, was 1989, 90 fast, kann man sagen, eruptiv gewachsen ist, wenn man die Situation etwa, ich meine auch, Sie haben das Newsweek-Interview von Kohl genannt, also das war 1986, aber auch wenn man mal an die Anfänge der 80er Jahre denkt, da gab es dieses Vertrauen ja fast gar nicht. Aber hatten wir wirklich eine Art zweiten Kalten Krieg, wenn man so will. Und dann binnen kürzester Zeit ist dieses Vertrauen entstanden. Und wenn man jetzt sozusagen unsere Runde kurz resümiert, wird man wahrscheinlich sagen müssen, so ganz viel von diesem Vertrauen ist jetzt nicht mehr da, beziehungsweise es gilt, um es mal positiv zu wenden, es gilt, glaube ich, neues Vertrauen aufzubauen. Ja. Den amerikanischen Kollegen gibt es durchaus Vertrauen. Gerade heute in Helsinki haben unsere Staatssekretäre da Gespräche zu Rüstungsfragen geführt, das wissen Sie. Also in Syrien arbeiten wir zusammen und so weiter. Und so weiter. Ich könnte viele Beispiele hier anführen. Ich denke schon, wenn Sie zum Beispiel Herrn Putin da angesprochen haben, seine, diese Möglichkeit, da dreht jetzt gerade Bush Senior in seinem Grabe, denke ich, und als früherer CIA-Direktor. Und Mike Pompeo würde Ihre Blödsinn auch hier nicht unterstützen. Zu Deutschland auch, dass es, wie man in diesem Bereich eigentlich ist, kann vielleicht für das Publikum auch mitteilen, dass der jetzige deutsche Botschafter ist in Moskau, ist frühere Vize-BND-Chef ist. Sein Vorgänger war auch Vize-BND-Chef. Der Vertreter der Europäischen Union in Russland, also jetzt ist auch der frühere BND-Chef. Jetzt haben wir jetzt mit Polen gesehen, wie sie dort, also diesen früheren BND-Chefs, in Warschau ja, in Empfang genommen haben und so weiter. Also das ist eigentlich eine normale Praxis und Gorbatschow, wenn ich erinnere an ihn genau, was er immer gesagt hat, also diese Tätigkeit ist auch eine sehr wichtige vertrauensbildende Maßnahme. Ja, denn man braucht hier nicht bei diesen Leuten irgendwelche Propaganda, Desinformationen und irgendwelche Sprüche also im Raum zu stellen. Also die Leute arbeiten ja eigentlich ganz nüchtern und pragmatisch, ja. Ja, aber sie tun es natürlich schon unter anderen Rahmenbedingungen. Also die politische Großwetterlage hat sich schon verändert. Ich glaube, das lässt sich schwer leugnen. Der Begriff fiel ja vorhin mal. Also wir werden die Konflikte, die ja auch weltpolitische Konflikte sind, heute Abend sicherlich nicht lösen. Aber ich würde dann doch gerne Herrn Bullock fragen, ob er Ideen hat, wie, also ich wiederhole das nochmal, meines Erachtens doch vertrauensbildende Maßnahmen auch wieder neu gefunden werden müssen, dass es auf der operativen Ebene auch nach wie vor Vertrauen gibt, das glaube ich, aber die Frage ist, in welchem Gesamtkontext Vertrauen entstehen kann und wie das eben wirklich auch die politische Großwetterlage so beeinflusst, dass eben auch vertrauensvolles Zusammenarbeiten auf möglichst allen Ebenen oder sehr vielen Ebenen möglich ist. Also da glaube ich, stehen wir in einer schwierigeren Situation als 1990 und ob das nun Geheimdienstchefs oder BND-Chefs gewesen sind oder sind, die da tätig sind, das sei mal dahingestellt, welche Rolle das spielt. Auch die Ursache-Wirkungsproblematik wird man auch noch, denke ich, näher erforschen müssen. Ja, wie hängt die NATO-Thematik zum Beispiel mit russischen Reaktionen zusammen? Das ist meines Erachtens auch ein wichtiges Thema für spätere Historiker. Aber sei es drum. Sehen Sie Chancen sozusagen aus der jahrhundertealten Routine und Erfahrung der britischen Diplomatie, neue vertrauensbildende Maßnahmen zu kreieren, zu schaffen, Vorstellungen zu entwickeln, wo man auch neues Einvernehmen entwickeln kann? Ich meine, die Geschichte des Kalten Krieges bietet ja Vorbilder dafür, wie sowas durchzuführen ist, ja, und möglicherweise auch zum Ziel führt. Ja, zuerst möchte ich sagen, dass ich glaube, dass mit 30 Jahren sich Hinblick, das war ganz erfolgreich, was wir nachher gesehen haben, obwohl es gibt, klar, es gibt große Herausforderungen
in der heutigen Zeit. Aber man muss sagen, wir waren auch am Anfang skeptisch. Aber ich glaube, dass wir haben so viele positive Entwicklungen gesehen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Osteuropa in den letzten 30 Jahren. Und das sollen wir jetzt erkennen. Wie es weiter mit der NATO, die NATO geht, das ist ein wichtiger Thema für uns auch mit Vereinigten Staaten. Aber ich stimme zu, dass Europa muss auch mehr dafür machen. Das kann nicht nur von der Unterstützung von den Vereinigten Staaten kommen. Das macht schon Großbritannien, aber nicht viel andere Länder. Und deshalb müssen wir weiter zusammenarbeiten. Wir haben jetzt, in meinem Land diesen Brexit-Prozess, und ich wollte dazu sagen, das ist kompliziert, es ist politisch und manchmal ist es schwierig, aber relativ einfach eigentlich im Vergleich mit was wir von 30 Jahren jetzt sprechen. Und das ist ein Vertrag zwischen Alliierten, ein Handelsvertrag zwischen Alliierten, und wir bleiben ein sehr wichtiger Teil Europas danach. Wir bleiben sehr enger Partner, vor allem im Bereich Sicherheit und Außenpolitik. Das ist schon sehr klar. Und aber ich glaube, dass wir müssen immer kämpfen. Das ist nicht normal. Wir haben gedacht in 1990, okay, das ist sehr natürlich, dass jedes Land geht in Richtung Demokratie, das Freihandel und so weiter und so weiter. Und das ist nicht wahr. Das haben wir leider in den letzten paar Jahren sehr deutlich gelernt. So. Das ist unsere Arbeit. Wir schaffen das, wir probieren immer miteinander zu sprechen, auch wenn wir Missverständnis oder verschiedene Meinungen haben. Aber ich bleibe optimistisch. Das ist in diesem Zeit mit Corona-Pandemie, das ist weltweit, müssen wir zusammenarbeiten. Und das machen wir auch zusammen mit Russland und China und anderen Ländern. Obwohl es ist nicht immer leicht, aber das machen wir. Und wir gehen weiter mit dieser Art von Diskussion, und das finde ich auch sehr wichtig. So, danke. Ja, manchmal ist ja auch einfach der Weg das Ziel. Und ich glaube auch, dass die Kommunikation, das Reden über auch schwierige Gegenstände sehr wichtig ist. Da haben wir heute Abend anlässlich unseres Themas ein gutes Beispiel dafür gehabt. Wir bleiben optimistisch. Ich glaube, das ist vielleicht das beste Schlusswort, was man in dem Zusammenhang sagen darf. Ich darf Ihnen allen Vieren ganz herzlich danken. Ich möchte auch sagen, ich finde das sehr beeindruckend und danke Ihnen auch ganz herzlich dafür, dass Sie in der Fremdsprache diese Diskussion geführt haben. Das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, wie gut das dann möglich ist. Die Anschauungen von der Geschichte prägen unsere Gegenwart, prägen auch unsere Zukunftsvorstellungen. Deswegen ist die Geschichte in der Tat wichtig für unsere Mindmap, sozusagen unsere Mental Map, wie wir auch die Gegenwart betrachten. Und dafür ist auch der Austausch von kontroversen Meinungen, glaube ich, sehr wichtig. Also vielen Dank auch für die offenen Worte, das war sehr interessant. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und einen kleinen Empfang. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was Organisatorisches sagen wollen. Es wartet ein kleiner Empfang auf uns, und dann nochmal ganz herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Vielen Dank. Applaus